Hallo liebe YouTube-Freunde, wie versprochen, wir wollen mal Bildröhren schlachten. Ich wollte euch das mal erklären, ich wollte euch das mal fachgerecht erklären. Ich habe eine seltsame Aufmachung, ich sehe es heute seltsam aus. Das ist aber Vorschrift gewesen. Wir sollten dicke Schutzkleidung anziehen, wir sollten eine dicke Ledermütze aufziehen. Die habe ich nicht, aber ich habe die Kappe genommen, ist egal, aber ihr erkennt mich noch. Dazu sollte man bei dieser Aktion eine Brille aufziehen, die ziehe ich jetzt auch nochmal, eine Schutzbrille. Eine ganz normale Schutzbrille. Dann sollte man Lederhandschuhe anziehen, aber diese Handschuhe, die ich hier habe, reichen auch. Wir haben schon mal das Chassis ausgebaut aus dem heiligen Gerät hier und wollen nun die Bildröhre töten. Ob die Bildröhre spannungsfrei ist, ob sie eine Hochspannung hat, werden wir jetzt gleich feststellen. Wir haben das Chassis ausgebaut. Das hat jetzt schon eine ganze Zeit da gestanden. Das macht nichts. Aber Witz ist dabei, dass wir hier drüben, Marco, schau mal hier hinten dran, die Hochspannung haben, den Hochspannungsanschluss haben. Der Hochspannungsanschluss wird also von der einen Seite festgehalten mit dem Schraubenzieher. Dann gehe ich mit dem zweiten Schraubenzieher da rein und halt hier gegen Masse. Die Schraubenzieher berühren sich jetzt. Wenn wir voll noch was drin haben, noch Ladung haben, kommt hier ein kleiner Funke da dran. So, dann ist die entladen. Die Bildröhre ist jetzt schon uralt. Die ist entladen. Da brauchen wir uns keine großen Gedanken mehr zu machen. So, was wir jetzt machen, wir machen die Bildröhre hier von hinten leicht auf und machen den Verschluss hier ab. Den kippe ich hier langsam ab mit dem Schraubenzieher, so gut ich hier dran komme. Da komme ich dran, da und da. So. So. Das ist jetzt der letzte Stift. Macht nichts. So, was wir jetzt übrig haben, ist hier hinten der Glaskolben. Ich mache mal die Stifte hier weg, dass wir es noch besser sehen. So. Das war der Anschluss, wo die Röhre entvakuumisiert worden ist, wo die Luft rausgezogen worden ist. Wenn wir das jetzt hier leicht abklopfen, ganz leicht abklopfen, oder wir versuchen es mit einem Seitenschneider abzuschneiden, dann zieht innen drin die Luft rein. Dazu müssen wir jetzt ruhig sein, dass wir das hören. Halt. So lange hat es gedauert, 20, 30 Sekunden, bis die Luft von außen wieder nach innen rein ist. Jetzt ist die Luft innen drin, jetzt ist das Ganze vollkommen harmlos, es kann nichts mehr passieren. Wir können den Hals abschlagen, der Hals ist hier relativ leicht. Ich fasse das mit den Lederhandschuhen ab, der Hals ist abgekloppt, der bricht also sofort auseinander. Auch kein Problem hier, Hals. Deshalb habe ich Handschuhe angezogen. Das ist jetzt das Elektrodensystem, wie es innen drin in der Bildröhre ausgesehen hat. Wer das haben will, kann das aufheben. So, liebe YouTube-Freunde, wir haben ein zweites Gerät geholt. Ich habe schon mal die Rückwand abgemacht, aber wir wollen trotzdem mal kontrollieren, ob da noch Spannung auf der Hochspannung drauf ist. Es ist kein Problem. Das Ding ist auch schon, wer weiß, wie viele Jahre alt hier. Das liegt schon jahrelang in der Garage, aber wir machen mal die Bildröhre anders kaputt. Wir lösen hier die Hochspannung wie gehabt. Manchmal geht die auch gleich ab, manchmal auch nicht. So, ihr seht, das ist nicht immer so einfach. Die haken sich nämlich hier ein. Mit so einem Häkchen. So, das geht nicht immer einfach. So, jetzt können wir die wieder entladen. Wir gehen hier drauf und auf die Masse. Da ist nichts drauf. Da war sowieso nichts drauf. Wusste ich vorher. So. Wir könnten die Bildröhre rausschrauben hier. Das ist gar kein Problem. Markus, halt mal hier auf die Schrauben drauf. Da, wir hätten die Bildröhre rausschrauben können. Viermal schrauben. Hätten wir sie hochheben können. Hier oben packen. Und daneben legen. Wollen wir jetzt im Moment nicht machen. Wir wollen sie nur auf eine andere Art und Weise töten. Ich habe wieder die Schutzbrille auf, die Handschuhe auf und das hier, die dicke Jacke, wenn es splittert. Hier kann ich jetzt einmal direkt da drauf schlagen und vielleicht hören wir dann das Zischen der Bildröhre nochmal. So, da ist die Luft reingezogen. Wenn die Luft drin ist, ist die Sache erledigt. Wir können die oben den Sockel wieder abmontieren. Aha, ist sogar unter der Ablenkeinheit kaputt gebrochen hier. Wir sehen das schön, die Ablenkeinheit ist noch heile. Ist hier abgebrochen. Das Glas hier ist ungefähr 2 mm dick, deshalb ist es hier am einfachsten kaputt zu schlagen. Alles andere rundherum ist richtig dickes, stabiles Glas. Wir machen hier mal eine kaputt und gucken sie uns mal von vorne an. Die lassen wir jetzt erstmal mal heilen, die tun wir runter. Wir holen den nächsten Apparat, den wir zerstören können und wollen. So.
So, wir machen weiter. Wir haben noch wieder einen Fernseher rausgeholt. Einen Farbfernseher. Einen richtig alten Farbfernseher. Mit einer 66-140er Valvo-Bildröhre. Das Gerät wird verschlachtet, war ein alter Nordmende, spielt keine Rolle. Aber das Seltsame dabei ist, dass diese Bildröhre eine Delta-Anordnung hat. Das, wo wir damals Bildröhren regeneriert haben, war das zu sehen oder war nicht zu sehen. Jetzt versuchen wir, die mal zu retten und holen uns die Kanone raus, wie gut sie aussieht, was man denn machen kann. Wir machen das gleiche Spiel wieder ganz hinten am Sockel. Ich habe den Sockel abgemacht. An dieser Stelle hier, da ist das Vakuum erzeugt worden. So, ihr habt gehört und gesehen, das hat fast eine Dreiviertelminute gedauert, bis alles raus war, bis alles drin war an Luft. Wir versuchen jetzt den Sockel dahin abzuschlagen, aber da ziehe ich sicherheitshalber erstmal die Handschuhe wieder an. Wir machen mal den Hals ab, ganz vorsichtig, gesittet, ich fasse wieder hinten an. An dieser Stelle hier hinten, da, Marco, zeig da mal hier drauf. An dieser Stelle, da wurde die Kanone angeflanscht an das Glasstück. Hier ist die Rille, wo Schweißnaht war oder von dem Hersteller. Wer dann eine Bildröhre eingeschickt hatte, irgendwohin, da gab es Leute, die haben es an dieser Stelle aufgetrennt, rundherum im Glasschneider aufgeschnitten, haben dann eine komplette neue Kanone eingesetzt, relativ fast genau. Die Farbreinheit war nicht immer das Ideale, aber an dieser Stelle war das. Jetzt versuche ich mal dagegen zu schlagen, da passiert nichts. So, die haben wir heile rausgekriegt, den Rest können wir auch noch zerschlagen, das machen wir oben an der Mülltonne, dann haben wir das vernünftig gelöst. Das Glas ist jetzt schon fast 3 mm da dick. Hier innen drin sehen wir, dass der Anschluss für das Gitter 4, das Gitter 4 war hier innen drin, der Belag innen drin von der Röhre hatte dann nochmal einen Hochspannungsanschluss. Das war die Kontaktierung von der Röhre von innen drin. So, das können wir in Ruhe rauskriegen, das können wir aufheben. Wenn einer mal eine Delta-Anordnung sehen will, original sehen will, jetzt haben wir eine. Gott sei Dank, wir haben eine. So, eine andere Methode, die Bildröhre zu töten, damit nichts passiert, damit man sich nicht dick anziehen muss, wäre, die Bildröhre von hinten zu stören, da, wo wir eben mit dem Schraubenzieher drangekommen sind oder mit der Plastikteil. Vielleicht haben wir Glück gehabt, wir sollen den ungefähr in der Mitte anbohren. So, wir bohren hier ein Loch rein. Wir bohren ein Loch rein. Wir erweitern das Loch, machen das entsprechend größer. So, mit dem Kreisschneider. So, das dürfte durchaus reichen. Vielleicht finden wir das Loch, vielleicht finden wir die Mitte der Bildröhre. Dazu nehmen wir dann einen dicken Schraubenzieher, pulen da drin rum. Aha, da ist sie. Wie schön, wenn wir Glück haben, geht's. Ich hau mal kurz drauf, Kamera geht mit. Die haben wir nicht getroffen. Immer noch nichts getroffen. Seht ihr, da drin haben wir. So, das war die Bildröhre, die wir angeschlagen haben, von hinten aufgebohrt haben und haben gedacht, ich könnte von hinten genau die Mitte von dem Hals treffen. Aber ich habe auch den Hals getroffen. Das ist der Aufsatz von der Bildröhrenplatine. Da, ich habe fast die Mitte getroffen, ein bisschen an der Seite. Aber das ist so stabil, dass nicht kaputt gegangen ist. Was machen wir? Jetzt töten wir sie trotzdem. Wir hauen hier auf die Seite drauf. Wir gucken nochmal sicherheitshalber, ob da Hochspannung drin ist. Aber das Ding ist schon so alt, da ist nichts mehr drin. Wir töten sie hier. Relativ großes Teil, relativ lange, bis die Luft da drin ist. Jetzt ist sie langsam drin. Wenn das Loch. So,
zack, da geht das natürlich schneller. Aber die Zeit spielt hier gar keine Rolle. So, wir machen nochmal Schluss, wir holen noch ein Teil. Vielleicht haut es jetzt hin. Ja, lässt mir doch keine Ruhe. Wir haben noch einen rausgeholt. Den können wir schlachten. Vielleicht treffen wir hier den Wildröhre genau. Ich bohre es mal kurz an. Das sieht so aus, als ob wir da gut getroffen hätten. Wenn jetzt die Wildröhre kaputt ist, können wir das Gerät entsorgen. Wir haben keine Arbeit damit, braucht nichts abzubauen, bleibt alles beim Alten. Können wir so zum Recycling geben. Ich klopf mal rein. Zack, das war's. So, die Maschine können wir jetzt wegbringen. Die können wir zum Sperrmüll bringen, ohne dass irgendeiner dabei Gefahr hat, dass irgendeinem was dabei passiert. Die Sache ist nun erledigt. Jetzt habt ihr gesehen, wie man Wildröhren fachgerecht entsorgt. Ich bin da ganz außer Atem vor Aufregung. Es ist nichts passiert. Wir brauchten die Schutzhandschuhe nicht. Es ist kein Glas passiert. Ist in Ordnung. Aber so sollte man aussehen, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt. Man weiß nie, ob etwas explodiert, implodiert, Brocken in der Gegend rumfliegen und einer wird verletzt. Das war's, die YouTube-Freunde. So erkennt ihr mich jetzt auch wieder. Ich setze mal die Brille ab. Das war's. Die Schraube sollte man haben. Die Schutzbrille sollte man anziehen. Bei solchen Arbeiten. Jetzt wollen wir eine Wildröhre schlachten. Vielleicht kommen wir an das Vorderteil dran. An dem Vorderteil sind 2 cm, 1,5 cm Glas. Wir haben das mal so abgebaut. Vielleicht wird es ja was. Wir klopfen drauf. Hier können keine Glassplitter mehr rumfliegen. Kameraden, das ist kein Problem mehr. Aber was ich euch zeigen wollte, dass wir mal an die Lochmaske drankommen können. Die Lochmaske ist da innen drin. Ja, jetzt zahlt sich das schon aus, dass wir hier so. 8 mm Glas rundherum. Jetzt wollen wir sehen, ob wir hier an die Lochmaske drankommen. Die Lochmaske. Die ist hier nur eingehängt, aber wo ist er eingehängt? Ja, kriegen wir auch raus. Das ist jetzt die Lochmaske, wo jeder Strahl 3-mal durch muss. Ganz fein, habe ich damals bei YouTube schon mal erzählt. Jetzt haben wir es mal auseinandergebaut, die Lochmaske. Das komplizierteste Produkt seiner Zeit gewesen. Jetzt machen wir mal von vorne auf. Das ist die Leuchtschicht. Die Leuchtschicht wurde angestrahlt von hinten. Von der Kathode, das ist jetzt die Leuchtschicht hier, so, die war aufgedampft, rot, grün und blaue einzelne Punkte, rote, grüne, blaue einzelne Punkte. Ich mache es nochmal ganz auseinander, dass wir mal vorne das Glas sehen, wie dick das Glas ist. Das hier war ungefähr 6 bis 8 mm. So. Das wollte ich euch mal zeigen, das ist jetzt entsprechend noch dicker. Lass es 10, 11 mm massives Glas sein. Ihr habt gehört, wie lange das gedauert hat, bis es kaputt geht. So etwas zerbricht nicht von alleine, sowas implodiert auch nicht von alleine. Da braucht richtig kräftige Hand mit kräftigen Axt, mit kräftigen Schlägen. Ihr habt es gesehen, das ist die Leuchtschicht, wie erklärt. Teile brauchen wir nicht mehr. Abfall, Sache ist erledigt, Recycling. Bis dann, liebe YouTube-Freunde. Ihr habt gesehen, wie es innen aussieht, wie es außen aussieht, wie man sie kaputt macht. Bitte in keiner anderen Art und Weise leicht von hinten kaputt machen, wie bei der Maschine hier. Die bleibt so, die kann so weg. Hier die Glasscherben, vorsichtig mit den Händen, deshalb habe ich die dicken Handschuhe angezogen und die Mütze auf. Nur von da unten fliegen die Glassplitter nicht mehr bis zu meinem Kopf hoch. So, das war's. Bis zur nächsten Sendung. Bis dann. Es fängt an zu regnen. Wir müssen aufhören. Ciao, ciao.